und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Witcher. Und wir gehen mit Shani zu einer Hochzeit. Hier muss man doch wieder raus, oder? Ich hoff's. Nee. Oder? Doch. Und ja, wie ist dieses Hexerleben denn so? Das willst du nicht wissen. Dann hätte ich nicht gefragt. Nun erzähl schon. Es würde dir nicht zusagen. Und haben jemand im Schlepptau, ihr seht schon, ne? So, wir haben hier ein Pferd. Diese Zeichen, die würde ich gerne mal ausprobieren. Was für Zeichen? Deine Hexerzeichen. Habe ich nie gewirkt. Könnten interessant sein. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. Was sollen wir die jetzt ausprobieren? Können wir machen, da hier, bitteschön. Eine Art. Oder na. Igni. Siehst du? Das sind die Hexerzeichen. Idiotischer Kerl. So, wir müssen aber trotzdem was essen. Wir haben gar nicht mehr so viel zu essen, ne? Wir könnten eigentlich schon mal, weil wir sind ja jetzt auch der andere, können wir was trinken, ne? Dafür. Weil wenn wir was haben, dann haben wir was zu trinken. Und da wir auf dem Pferd sind. Schönes Pferd, wirklich. Gute Haltung. Kräftiger Rumpf. Stabiler Widerrist. Fein, fein. Du kennst dich mit Pferden aus? Aber sicher. Meine größten Leidenschaften zu Lebzeiten. Mähren und Mädels. Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister. Ja. Wir könnten noch was reinschlurfen. Ich weiß gar nicht, ob das noch was nützt. Wenn wir was haben, dann haben wir Bier genug. Oh Gott, jetzt sind wir aber total besoffen. Also, jetzt sind wir oberbesoffen. Wir müssen aber noch einmal rein. Halt! Nee, es geht noch. Ein bisschen. Ja, wir sehen ja, da geht's rauf. Aber komm, wir trinken noch. Wir trinken noch ein paar Schluck. Denn, also wenn wir jetzt nicht besoffen sind, dann werden wir es nie. Nein, ich wollte eigentlich... Mach langsam. Nein, danke. Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgierd und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Finde ich aber schön, dass das hier mit reinkommt. Wenn ich nun jetzt außerhalb der Mühle rumgeritten wäre, was wird dann passieren? Das ist praktisch stehen ihr Land hier, ne? Wie es aussieht. Oh. Nicht so schnell, Plätze. Nicht schlecht. Wenn das alles ihr Land hier ist, schaut mal hin. Mit Mühlen, also die waren bestimmt so an sich ziemlich reich, ne? So, wir gehen auf ein Fest. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob sich... Shani so ist gut. Dem Charme widerstehen kann. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch.
Seh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Ada, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Oh nein, wir klauen nicht. Komm schon, wir leihen es doch nur. Oh, das ist genau das Richtige. Passt perfekt, wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Und noch das hier. Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals, eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Sei gewiss, je näher du mich kennenlernst, desto besser werde ich dir gefallen. Wie nah wäre das? Nah genug, dass du all meine starken Seiten siehst, mein Liebchen. Und ich habe so viele. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest, statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ach, ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Hallo, Welt. Da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Vorsicht vor dem Hund, Shani. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen Sie frei laufen?
Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgierd und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Guck mal. Der Sidia... Komm, machen wir unsere Aufwartung. Der Sidia... Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen. 10 Jahre jünger aus. Und trotzdem mag ich den Bart um einiges lieber. Wir sollten unsere Aufwartung machen. Schenk ihm deine besten Ringe. Wir wären auch aus Kovia angereist, wenn es hätte sein müssen. Noch einmal, alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank, aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Vlod. Und dies ist ein alter Freund von mir, Geralt von Riva. Genau, das bin ich, Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten, wegen der Bräute. Die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Du bist eine ausnehmende Schönheit, meine Liebe. Oh, vielen Dank. Du hattest sicherlich freie Wahl bei den Herren. Wohin soll das führen? Zu einer Antwort, wieso sie dich erwählt hat, Jonas. Du stellst die Wahl meiner Frau in Frage? Mir persönlich ist es egal. Ich frage aus reiner Neugier. Pass bloß auf, sonst zeige ich dir mit meinen Fäusten, wieso sie mich erwählt hat. Es wäre mir ein Vergnügen. Warum so gereizt, mein Freund? Ich lobte lediglich die Schönheit deiner Frau. Und du dankst mir nicht, sondern drohst mir noch. Was für Manieren. Geralt, das reicht. Sie hat sich verliebt und gut. Jonas, mein Freund wollte dich gewiss nicht kränken. Aldona ist eine merkwürdige Wahl als Braut. Die Mitgift war wohl überzeugend. Ich versichere dir, Hexer, Geld hatte mit meiner Wahl nichts zu tun. Die Familie von Jonas ist viel wohlhabender als meine. Sie haben eine Textilwerkstatt. Es war ganz schön schwierig, meine Mutter von unserer, wie manche sagen würden, Mésalliance zu überzeugen. Ach, das hast du mir gar nicht gesagt. Was ist mit Vermögen spielt für uns keine Rolle? Tut es auch nicht. Er hat mir auch gesagt, dass deine Herkunft keine Rolle spielt. Das tut sie in der ersten Verliebtheit nie. Aber wartet nur 5 Jahre zu. Dann spielt sie die allergrößte Rolle. Im Moment spielt eine Rolle, wie du mit uns redest. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber hier ist es höchst unziemlich, Frischvermählte bei der Hochzeit zu beleidigen. Wieso beleidigen? Ich warne euch doch nur. Ich weiß eben ein bisschen was über das Leben. Geralt und seine Witze. Er hat einen seltsamen Humor. Sogar sehr seltsam, finde ich. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Schar? Vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur.
Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Wo ist eigentlich der Blütenkranz in Shanis Haar? Genug geschnattert. Die Zeit, sie flieht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihnen. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Ich würde sagen, wir haben einen super Eindruck hinterlassen. Aber wir haben jetzt einige Möglichkeiten, die werden wir natürlich sofort ausnutzen. Wir fangen mal mit der Möglichkeit hier an. Wir wollen ein Schwein fangen. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib... ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. König der Schweinehirten, wie? Und was erhält der genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld, es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast noch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher! Schön wie Gemälde, jeder einzelne. Gewinne und sie selbst. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krüppel weg! Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran! Der Hexer tut mir schon ein bisschen leid. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Wartet mal kurz. Moment sollte man für die Nachwelt hier. Siehst du meine Bewegungen, Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Könntest du... Komm, wieso? Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Soll ich vielleicht mal meinen Art einsetzen? Oder soll ich vielleicht mal meinen Axi einsetzen? Ist das der Pferd? Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein, ein Pferd. Okay, da ist das zweite. Hier rein, oder? Seht her, ihr Bauerntrottel! Lernt von eurem Meister! Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie! Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu! Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier! Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Shani? Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Wie
Wie gefällt der Blume meines Herzens der Preis, den ich ihr gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralts Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch, je mehr ich meinem Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Everek. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit! Sabotiere mich nicht, Charmy, das gehört sich nicht. In Ordnung, ich halte mich ab jetzt raus. Mein Augenstern. Du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Aber ich... Nun, ich weiß nicht, ob... Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da will ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Ihr werdet gar nichts tun, dreckige Hinterwäldler. Jungs, der Mutant beleidigt uns. Zurück, Schweinehirten. Sonst verpasst euch der Herr Hexer eine ordentliche Abreibung. Wo ist eine beschissene Zaunlatte, wenn man sie braucht? Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Flieg. Der arme Hexer. Zaunlatten! Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen, verdammter Lustmord. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste abreiben? Der verdammte Idiot hat mir die Tracht Prügel meines Lebens verpasst. Wie, habt ihr genug, Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everett, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen! Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich,
Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Das ist Künstlerpech, meine Liebe. Ich bin eindeutig aus der Übung. Zeig mir ein Mädchen, dann werde ich dir beweisen, dass... Du hast genug bewiesen. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Na gut, du hast wohl recht. Lass uns gehen. Ah, tut das gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Zeit für noch mehr Spaß. Ja, aber ich denke, der ist... Ich denke, der ist so ein Prügel und... Na gut. Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie bitte? Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Ich muss mal sitzen. Man sagt aber, in alten Öfen brennt das Feuer heißer. Wenn ich in deinem Alter wäre, würde ich dich zum Kreischen bringen wie ein Kätzchen. Die ist cool. Die finde ich super. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel da rausholen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss? Hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Oha! Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Ihr habt aber nicht bedacht, dass ich total schlecht bin. Bin voll konzentriert. Aber einfach vor, was? Weiß den Mund jedenfalls ordentlich auf. Mal sehen, ob was dahinter liegt. Na klar, wenn wir was können, dann... Dann Schuhe holen. Shani! Dein Schuh. Gerade wenn man meint, man würde die Gebräuche der Bauern kennen, kommen sie einem mit Pantoffeln. Jetzt, wo der Schock nachlässt, du könntest zu reden aufhören und meinen Schuh rausfischen, den ich reingeworfen habe. Entschuldigung, ich habe was Falsches. Ich habe was Falsches rausgesucht. Dann muss es der hier sein. Achso, ich habe gar nicht geschaut, um ehrlich zu sein. Noch ein verlorener Schuh. Aber das ist auch nicht der richtige. Moment, da war doch hier vorne noch irgendwo was. Warte, wir gehen mal kurz rauf. Ich hab doch noch einen... Ach, da. Geh mal rüber. Und...
In der letzten Ecke ist hier Schuh. Nee, ist er auch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt alle Schuhe, die es gibt. Ich habe hier wirklich alle Schuhe, die es gibt, rausgefischt. Aber den von Shani. Tja, Shani, tut mir leid. Dein Schuh ist verloren, für immer. Was soll denn der sein, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Shani, wo ist denn den hingeschmissen? So, oder ist... Warte mal. Oder vielleicht habe ich ihn schon. Ich gehe nochmal hier rein, da. Aber die hat ihn doch ganz eindeutig nicht hier hin. Oder gibt es da noch eine Höhle? Wo... Oder... Warte mal, hier geht's. Nee. Wo hat denn die den Schuh hingeschmissen? Oder habe ich den wirklich schon? Warte mal, habe ich jetzt nicht irgendwo was gesehen? Ja! Ich bin genauso doof wie... Jetzt schauen wir nochmal ins Inventar. Ne, brauchen wir gar nicht. Shani? Ich finde deinen Schuh nicht. Shani, du... Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken. Um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Ader. Du bist wirklich nicht übel.
einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie ein Pfau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Oh, was machst du da? Hast du den Verstand verloren? Das hab ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist, du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir, verstanden? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag ich. Charlie, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich hätte mich dir nicht aufgezwungen. Aufgezwungen? Das war ein unschuldiger Kuss. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Versteh mich nicht falsch. Mir war schon bisweilen danach zumute, aber... Aber was? Aber ich werde das in seiner Anwesenheit nicht näher ausführen. Wir reden später darüber. Ich komme darauf zurück. Wie wär's mit einem Danke? Ich hab dir das Rotkehlchen in die Falle gelockt. Halt jetzt den Rand. Was ist denn jetzt los? Nichts. Vergiss es. Hast du den Mann gesehen, der unser, euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odim, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. So, wir müssen leider doch... Lass uns wild sein. Nee, no, noch nicht. Ja, man kann ja von dem halten, was man will. Ne? Ich mag ihn ja so gar nicht, aber Spaß hat er. Und er hat einen gewissen Charme, ne? Dem Charney nicht widerstehen kann. Kann ich sie aber auch... Oh Gott, oh Gott. Kann ich sie aber auch verstehen, ne? Das ist halt polnisch, ne? Ich nehme an, also die Polen können gut feiern, kann ich mir vorstellen. Wie anders der jetzt aussieht, ne? Wahnsinn. Ciao, ciao, ciao.